Mein Name ist Michaela von Eichberger und ich bin Grafikdesignerin und bin jetzt hier auf dem Tweetcamp, um meine Notizbuchzeichnungen zu zeigen. Und für das Tweetcamp sind die Notizbuchzeichnungen insofern interessant, weil sie sich eben rund um Twitter drehen, rund um Tweets und rund um die Menschen hinter ihren Accounts. Das ganze Projekt ist durch Zufall entstanden. Ich habe sowieso meine Notizbuchzeichnungen immer mal getwittert und irgendwann fand ich es ganz interessant, die Menschen zu zeichnen. Es fing an mit Häkelschwein, den ich einfach in meine Notizbuch gezeichnet habe. Und dann meinten immer mehr Leute, mal mich doch mal. Und ich habe sie dann eben gezeichnet. Und ich fand es einfach schön zu zeigen, dass da hinter den Accounts ganz normale Menschen sind, die witzige Dinge erleben. Und ich habe versucht, für jeden Twitterer ein nettes Kunstwerk zu kreieren, was ihn und sein Leben und ihn selbst schön visualisiert. Weil meine Motivation rennt nackig mit einem Cocktail über die Wiese, da habe ich sofort, das ist so ein Tweet, so ein typischer Tweet, der sich so super zeichnen lässt, da habe ich sofort gedacht, okay, das ist genial. Meine Motivation ist einfach ein dicker, nackter Mann, der nackt mit einem Cocktail über die Wiese rennt, aber alles andere tut als arbeiten. Und das sind so Tweets, die mich ansprechen und die ich für zeichenbar halte und wo gleich so ein Kopfkino losgeht und eine tolle Grafik entsteht. Zum Beispiel dann hier auch Lord Flauschlon, Hirndieb, ist ein Twitterer, bei dem ich mir gleich eine ganze Geschichte hinter ihm vorgestellt habe. Dem habe ich dann mehrere Zeichnungen gewidmet, in denen er immer in seiner Kommode sitzt, Socken sammelt und eine flauschige Jacke anhat. Das ist so ein Twitterer, ein Twitter-Name, der mich einfach inspiriert. Oder auch im Wunderland, wo einfach durch den Namen des Twitterers Welten entstehen, die sich wunderbar zeichnen lassen und wo dann auch hinterher die Twitterer sagen, toll, da hast du mich aber wirklich super erkannt und das bin ich. Das ist ein Tweet, der mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Wenn wenigstens ein Monster unter meinem Bett wohnen würde, wir können uns in schlaflosen Nächten Geschichten erzählen. Das hat mir so aus der Seele gesprochen und da habe ich dann gleich diese Zeichnung entworfen innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Und diesen Tweet habe ich dann auch mehrere Nachfolgezeichnungen gewidmet. Und daraus ist einfach eine Geschichte entstanden. Und das ist das Schöne an Twitter. Da sind Menschen, die haben tolle Ideen, tolle Texter, die tolle Tweets schreiben. Und ich als Grafikerin werde zu 1 bis 20 Zeichnungen inspiriert. Und das rockt. Mein Twitter-Name ist Frauenfuß und wer von mir gemalt werden will oder einen Tweet hat, der gezeichnet werden soll, der folge mir einfach auf Twitter.